Am 31. Mai 2013 führte der Hegebach oder wie er auch genannt wird, der Mülzengrundbach, nach einem einstündigen Platzregen Hochwasser. Vorausgegangen war schon ein erhöhter Wasserspiegel aufgrund langanhaltender Regenfälle in den letzten 24 Stunden vorher. Wesentlich schlimmer betroffen war der untere Mülzengrund. Zahlreiche Straßen und Gärten wurden überflutet, Keller liefen voll. Die Zwickauer Mulde hingegen zeigt sich jedenfalls im Moment noch friedlich.